Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio, einer weiteren Folge. Und wie versprochen, in der neuen Folge jetzt mit fortgeschrittenem Materialverarbeitung 2 erforscht ist es. Das heißt, wir können jetzt die Lichtbogenöfen bauen. Und ich hoffe mal, wir können die bauen. Moment, wir gehen mal ganz kurz rein. Lichtbogenöfen, wir brauchen Stahlträger, wir brauchen Ziegelsteine und wir brauchen erweiterte elektronische Schaltkreise. Und ich hoffe, wir können die bauen. Oh Gott, wie waren die denn? Ah, dafür brauchen wir Kunststoff. Und Kunststoffe kriegen wir durch die Ölfabrik, ne? War das nicht so? Rohöl? Kunststoffe. Das heißt, das ist das Nächste, was wir erforschen müssen. Das heißt, wir können die noch gar nicht bauen. Nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, jetzt habe ich es versprochen und kann es doch nicht halten, weil ich es nicht gewusst habe. Na toll. Das heißt, wir müssen jetzt auch demnächst auf Öl gehen. Ist auf jeden Fall interessant. Müssen wir uns jetzt erstmal umgucken, wo wir ein bisschen Öl herbekommen überhaupt. Ich fülle mal gerade so ein bisschen mein Inventar. Ich hoffe, wir haben hier auf jeden Fall schon, ja, so ein paar Stahlträger haben wir auf jeden Fall. Und wir müssen hier oben mal gucken, dass wir noch eine... Wir sollten das hier vielleicht auch mal elektrisch alles bauen, ne? Moment, wir bauen mal zwei hiervon. Wir bauen mal zwei hiervon. Und einen benötigen wir noch, eigentlich einen Ofen. Na komm, wir bauen einen normalen Ofen. Was soll's. Okay, bauen wir einen normalen Ofen. So. Zack. Den einmal weg. Hiervon jetzt zwei. Können wir die am besten nebeneinander bauen. So und so. Jetzt brauchen wir allerdings zwei. Wir brauchen noch Fließbänder. Zack. So, so und so. Dann brauchen wir Greifarme. Einmal so und einmal so. Und dann würde ich sagen, jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie machen wir es denn am besten oder am geschicktesten. Wir brauchen hier nämlich einmal einen Ofen. Einen Ofen. Das sieht immer echt so aus, als würde der da gar nicht das da reinpacken. Wir brauchen einen zweiten Greifarm und wir brauchen auf jeden Fall zwei Stahlkisten. Wir machen jetzt einfach mal Stahlkisten. Eine stellen wir hier ran für normalen Stein und eine stellen wir hier ran. So, jetzt sollte das auf jeden Fall laufen. Hier kommt Kohle hinein. Wir brauchen noch mehrere Strommisten. So, und dann ziehen wir mal von hier hinten. Ja, komm. So, ziehen wir von hier hinten mal ein bisschen Strom. Da hinten hin. Machen wir es am besten. Einmal so und einmal so und einmal so. So, dann läuft das Ganze nämlich. Wir könnten hier jetzt auch nochmal ein Lichtlein hinbauen. So, dann können wir nämlich auch in der Nacht was sehen. Und jetzt haben wir einmal Steine, die wir so bekommen. Vielleicht sollten wir die Kiste hier mal abbauen. So. Einmal Steine, die wir so bekommen. Und einmal hier kriegen wir jetzt Ziegelsteine, die wir ja auch brauchen dafür. Haben wir ja gerade gesehen. Hier fehlt schon wieder Kohle. So. Und... dann müssen wir mal schauen. Wie gesagt, wir brauchen... oh, hier fehlt auch Kohle. Oh. Das sieht schon mal gut aus. So, wir holen hier jetzt mal für die Forschung wieder so ein paar Sachen raus. Ah, so viele sind es echt nicht, ne? Schade. Ich hätte gedacht, das bringt mehr. So, wir brauchen auf jeden Fall für die Rohölaufbereitung hier ein paar rein... hier fehlen die. Hier können wir davon welche reinpacken. Die hier. Die hier. So, hier noch ein paar rein. Hier noch ein paar rein. Und hier noch ein paar rein. So, dann läuft das auf jeden Fall so. Rohölaufbereitung. Jetzt müssen wir mal gucken. Soweit ich weiß und soweit ich mich erinnern kann, war, glaube ich, dieses Pinke hier auf der Minikarte, war das Öl. Hier ist nämlich zum Beispiel so ein bisschen was... Ertrag 145%, okay, 109,
103, okay, hier könnten wir auf jeden Fall so ein bisschen was davon wegnehmen. So ein bisschen Kunststoff. Ansonsten könnten wir, ich bin mir gar nicht so sicher, ist hier irgendwo, das sieht so aus, als ob hier irgendwo noch was wäre, aber das wäre ja hier. Das wäre ja in der Kohle, oder ist das jetzt Kohle? Nee, ich glaube, das scheint Kohle zu sein. Ansonsten ist es ja hier viel weiter weg, auf jeden Fall. Hinter dem See noch oder hier ganz oben links. Ich würde aber sagen, wir nehmen das von hier unten weg oder von hier unten. Da gibt es nämlich auch noch so ein bisschen was, wo wir dann Kunststoffe erzeugen können. Ja, das ist aber auch hier unter dem See, ne? Ist auch ein bisschen weit weg. Ich denke mal, wir nehmen das von hier rechts. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass wir es von hier nehmen. Hier haben wir einen relativ großen, naja, Bereich, wo wir auf jeden Fall Rohöl herbekommen, beziehungsweise daraus dann Kunststoffe herstellen können. Vorteilig auf jeden Fall. Und wieder eine Folge, wo wir auf Forschung warten. Das gibt's doch gar nicht. Das ist echt nicht das, was ich gerne haben würde. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch total langweilig für euch. Das tut mir total leid. Und für mich ist es auch langweilig, muss ich ganz ehrlich zugeben. So. Ja. Eine Folge voller Forschung. Oh Manu. Das ist echt überhaupt nicht meine Absicht. Aber was soll ich machen? Ich kann es ja nicht ändern. Das ist ja mein Problem. Wir brauchen ja die Forschung unbedingt. Was kann ich denn jetzt mal machen, damit diese Folge nicht so langweilig wird? Ach Mist. Das fand ich echt cool, als wir das hier alles gebaut haben. Und hier liegt es echt daran, dass wir so wenig produzieren, weil tatsächlich die Metallverarbeitung nicht hinterherkommt. Was echt doof ist, ne? Also die Öfen kommen einfach nicht hinterher. Mensch, das ist echt doof. Ne, wo man hier sieht, hier extrem viel Metall, was eigentlich alles gar nicht gebraucht wird. Und hier ist ein bisschen zu wenig. Das liegt eigentlich nur daran, dass hier die Öfen nicht hinterherkommen. Das kann doch gar nicht. So, ich halte mein. Ja. So, mal richtig hinsetzen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob man dann vielleicht doch noch mal ein bisschen tricksen sollte. Obwohl man gar nicht so viel tricksen kann. Ich bin am Überlegen, ich bin am Überlegen. Wie könnte man es machen? Ich glaube, ich habe eine Idee. So, machen wir einmal so. Wir brauchen Fließbänder. Fließbänder. Viele davon. So. Und wir brauchen nochmal ein paar Greifarme. So, und dann werden wir das hier jetzt mal ein wenig umbauen. Brauchen auch nochmal zwei Öfen. Und zwar ein wenig mehr umbauen. Oh, hier kommt sowieso kaum noch was raus. 250, mehr schafft er gar nicht mehr. Ah, bald alles aufgebraucht hier. Bald alles aufgebraucht. Na gut, okay. Oh. Okay, wir bauen doch erstmal nicht um. Wir gehen jetzt erstmal auf Rohöljagd.
So, und zwar, jetzt können wir noch mal gucken für T. Wir brauchen ja die Kunststoffe. Kunststoffe ermöglicht Kunststoffstange. Ich glaube, das Petroleum brauchen wir dafür. Ach du Heilige. Wir gucken mal ganz kurz rein. Kunststoffstange, genau das brauchen wir nämlich. Und Kunststoffe forschen, das möchte ich einmal erforschen. Und dann müssen wir jetzt nochmal gucken. Ich denke mal, das werden wir jetzt aus diesem Rohölertrag und so weiter bekommen. Chemiefabrik. Eine Chemiefabrik brauchen wir noch eigentlich für Kunststoffe. Eine Ölraffinerie. Rohölförderpumpe. Die brauchen wir bestimmt einmal. Moment, wir gucken jetzt einfach mal, was hier so alles gibt. Hier gibt es jetzt einige Sachen. Dafür brauchen wir aber erst Rohöl. Festbrennstoff. 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 Schmiermittel. Wird hergestellt in. Nee, 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 nee. Zeig doch mal. In der Chemiefabrik. Okay, wir bauen mal eine Chemiefabrik. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Das machen wir jetzt einfach mal im Sinne, wir probieren aus. So, hier haben wir auf jeden Fall so eine Rohölförderpumpe. Wo gibt die denn jetzt aus? Nach oben hin. Okay, wir lassen das jetzt erstmal nach oben hin. Und die pumpt das in die Chemiefabrik? Weiß ich nicht. Okay, die holt auf jeden Fall Rohöl. So, wir stellen jetzt mal hier so eine Chemiefabrik hin. Wähle einen Bauplan für die Montage. Ach du Heilige. Aber das steht doch jetzt unten, wird hergestellt in den Montagefabriken. Hä? Moment, Moment. Wo haben wir sie denn jetzt? Wo war sie denn jetzt? Da. Steht aber auch nicht wirklich drin, wofür. Nur das benötigte Material. Ah. Grundlegende Ölverarbeitung. Da kriegen wir Produkte raus. Okay. Schweröl. Kunststoff. Wir brauchen Kunststoff. Ermöglicht Kunststoffstange. Einmal Kohle und Petroleum. Das heißt, wir müssen Petroleum herstellen. Das heißt, das hier. So. Nee. Der braucht Petroleum, um das herzustellen. Das heißt, das Ding brauchen wir doch gar nicht, oder? Wir brauchen doch eher sowas wie eine Raffinerie. Eine Ölraffinerie, genau. So, dafür brauchen wir Ziegelsteine. Wir gehen mal kurz hoch und holen uns Ziegelsteine. Und ich denke mal. Oh, da fehlt Kohle. Da fehlt einiges an Kohle. Eieieiei. Kohle. 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 So, hier werden wir nochmal kurz das hier reinwerfen. Dann gehen wir nochmal da hinten hin. So, Ziegelsteine. Jetzt können wir eine Ölraffinerie bauen. Genau. So, jetzt werden wir mal kurz diese Raffinerie bauen. Geh mal kurz hier rein und pack die Lichter da rein. So. Warten wir mal ganz kurz drauf. Es wird ja jetzt gerade noch gecraftet. Das dauert ein bisschen länger natürlich. Was haben wir denn hier noch? Befeuerten Erzförderer. Ne, den können wir auch mal hier reintun. So. Sollten wir denn vielleicht mal in die Kiste tun, wo wir ja noch so ein paar Sachen haben. Alter, dauert das lange. Ui! Herstellgeschwindigkeit 1. Ich glaube, die verbraucht ganz schön was an Strom. Aber wenn, können wir ja hier auch nochmal Strom herkriegen. Hier ist ja direkt Wasser dran. Oder wir ziehen es dann von hier her, ist ja auch egal. Wir müssen dann da oben vielleicht noch ein bisschen was dazu tun.
So, jetzt haben wir eine Ölraffinerie. Alter, ist die groß. Boah, ist die groß. So. Und, hä, die hat genau sowas. Wähle einen Bauplan für die Montage. Warum Montage? Ich denke, die kann uns jetzt. Testbrennstoff. Ah, da. Da ist es. Daraus kriegen wir jetzt grundlegende Ölverarbeitung. Daraus kriegen wir jetzt das Rote, das Gelbe und das Petroleum oder was das war. Okay, wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich ziehe mal hier Strom ran. So, wir brauchen auf jeden Fall Rohre. Oh, Mist. Jetzt brauchen wir. Nee, unter. Ah, nein, 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 nein. Keine unterirdischen Rohre. Oh. Okay. Ah, jetzt ist sie am Machen. Ah, und. Ah, jetzt sehe ich das erst. Hier kommt Öl rein. Und die Sachen kommen hier raus. Okay, jetzt frage ich mich nur, wie kriegen wir das hier rausgenommen? Brauchen wir dafür Rohre? Und kriegen wir das in eine Kiste aufgefangen? Ich weiß das nicht. Ein Rohr mit Petroleum. Okay, ich glaube, um die Kunststoffe herzustellen, brauchen wir dann noch so eine Chemiefabrik? Brauchen wir dann doch diese Chemiefabrik? Moment. Wenn wir die dann hier hinstellen? Okay, vielleicht wird das erst angezeigt, wenn wir es fertig gemacht haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da müssen wir mal drauf warten, bis wir. Oh, jetzt haben. Oh, das sieht gut aus. Oh, dieses Kohleproblem, ne? Das ist echt ätzend. Da müssen wir dann mal drauf warten, bis wir das dann fertig technologisiert haben. Also bis die Technologie fertig erforscht ist. Und dann können wir eventuell mal schauen. Ob das dann vielleicht erst angezeigt wird. Das weiß ich, wie gesagt, wirklich nicht. So, ob das dann vielleicht erst angezeigt wird, dass wir die Kunststoffe herstellen. Da müssen wir dann wirklich mal schauen, wie das aussieht, weil das kann ich so wirklich nicht sagen. Das weiß ich einfach leider nicht. So, hier nochmal ganz kurz ein bisschen Kohle nachfüllen. Hier fehlt noch ein bisschen was. So. Brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Licht. Ist es ein wenig zu dunkel hier? So. Wir sollten vielleicht noch mal eine zweite Raffinerie bauen. Jetzt ist es natürlich gerade so, dass das Petroleum. Ja. Toll, toll. Da kommt es jetzt, glaube ich, drauf an, was wir benutzen. Wenn wir hier jetzt Festbrennstoff sagen. Ja, genau. Dann wird hier nämlich angezeigt, okay, hier soll jetzt Petroleum rein. Okay. Das ergibt Sinn. Das verstehe ich. Auf jeden Fall. Da kommt es jetzt drauf an. Festbrennstoff. Festbrennstoff. Okay, da können wir dann Brennstoffe herstellen, wofür die dann auch immer sind. Ich weiß es wirklich nicht. Das kommt wahrscheinlich dann später noch mit hinzu.
Je nachdem, wenn Petroleum. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Petroleum. Petroleum. Kunststoff. Dafür brauchen wir Petroleum und Kohle. Oh, dafür brauchen wir Kohle. Ist das ätzend. Dann müssen wir ja bis hier hinten hin irgendwie die Kohle herkriegen. Ah, das ist ja doof. Na gut, die kriegen wir dann bestimmt hier irgendwie rübergezogen. Dann läuft sie halt einmal da durch. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo in irgendeiner Weise eventuell nochmal so ein bisschen Kohle. Da kommt gerade ganz viel. Ihr seht es vielleicht oben auf der Minimap. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Ah, schön, ihr seid mir voll in die Geschütztürme gelaufen. Selber schuld. So, okay. Wie gesagt, ich weiß dann nicht, ob es. Was, wo werden wir noch angegriffen? Hier oben? Was will der denn hier oben angreifen? Oh! Oh! Wir brauchen ein Reparaturkit. Wenn nicht sogar zwei. Wieder heile gemacht. Euch geht's noch gut? Euch geht's noch gut. Sehr schön. Wie gesagt, wäre natürlich toll, wenn es hier irgendwo noch so eine Kohlestation geben würde in irgendeiner Weise. Ich glaube es nur allerdings nicht. Sonst hätten wir hier nämlich Kohle abbauen können. Und das wäre dann direkt damit hingegangen. Wäre natürlich vorteilhaft gewesen, aber so müssen wir es dann wahrscheinlich hier irgendwo durchziehen dann. Ich möchte auf jeden Fall für so, hier nochmal so eine Rohölförderpumpe holen. Und wir brauchen dann nochmal so ein paar Rohre. So, machen wir nochmal fünf. Dass wir dann hier zwei anschließen sozusagen, damit das ein bisschen mehr pumpt. Je nachdem, wie gut das dann funktioniert. Und ich weiß nicht, ob der hier das dann direkt. Nee, der hier stellt ja erstmal, wie gesagt, das Petroleum her an sich. Weiß jetzt nicht. Nee, das ist einfach nur eine grundlegende Rohölverarbeitung. Für Rohöl und so weiter. Genau. Und das müssen wir dann ja rauspumpen. So. So. So, 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 so. Brauchen noch mehr. So, so. Genau. So, der pumpt dann da. So. Genau. Und wenn der denn hier ordentlich am Verarbeiten ist und wir hier wenigstens das Petroleum rauskriegen, dann können wir mal gucken, ja, kommt die Kunststoffstange dann hier rein? Ich weiß es nicht. Und genau das ist das Problem. Wir brauchen dann auf jeden Fall irgendwas, was Kunststoffe herstellt. Und ich würde eigentlich sagen, das ist diese Fabrik, weil eine Chemiefabrik stellt doch Kunststoffe her, oder? Jedenfalls würde es logisch klingen. Wir sind auch schon über der Zeit von der Folge, aber ganz ehrlich, ich mache heute mal ein bisschen Überlänge, weil wir ja nicht wirklich viel geschafft haben heute. Dementsprechend schauen wir dann einfach mal, wie es weitergeht und schauen hier nochmal kurz in den Technologiebaum. Kunststoffstange benötigt Rohölaufbereitung. Vielleicht können wir die dann trotzdem. Ja, weil es ermöglicht ja schon die Kunststoffstangen. Die Frage ist dann nur, woher? Also wie? Pyrotechnik glaube ich nicht. Kunststoffe machen wir gerade. Schwefelaufbereitung werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Erweiterte Rohölaufbereitung. Was bringt uns das denn? Fortgeschrittene Ölverarbeitung. Okay, kriegen wir einfach ein bisschen mehr. Da brauchen wir aber dann noch Wasser für. Wahrscheinlich muss sie dann noch gekühlt werden oder sowas. Schweröl in Leichtöl aufspalten. Okay. Und Leichtöl in Petroleum aufspalten. Wow, okay. Das sind natürlich alles noch so Sachen, die wir auf jeden Fall uns noch holen müssen.
Robotertechnik, Effektübertragung, Raketensilo, das kommt auch alles noch. Hier die neuen Fließbänder, die brauchen wir auch noch, einen schnellen Greifarm, das Teilerfließband, wo ich auch schon mal drüber gesprochen habe, die Lasertechnik, damit unsere Türme ein bisschen besser werden. Die Solarenergie bin ich jetzt nicht so mehr von überzeugt, weil es einfach nicht so viel bringt. Alien-Technologie, Raketenschaden, Raketenfeuerrate, Kampfanzug, tragbare Elektroschockverteidigung. Alter, ermöglicht Alien-Wissenschaftspaket. Okay, wir werden dann später auch noch Züge bauen können und, aber dann werden wir doch mal schauen, wie es dann morgen in der nächsten Folge aussieht. Vielen Dank fürs Zusehen, wir machen hier jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen Kohle rein, weil sonst werde ich das vergessen. So, und dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und morgen eventuell dann auch ohne Pixel Hero, sondern mit einem wieder echt gut aussehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.